So, meine Buben, moin moin und Servus. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Ich hoffe, die Kamera fokussiert, das wird ein One-Taker. Ich möchte euch heute in diesem Video so ein bisschen erklären, wie die Sachlage jetzt ist für uns. Denn gestern habe ich ja schon gelivestreamt und euch so ein bisschen erzählt, wie es für uns hier in Japan so aussieht. Uns geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut in Deutschland und egal, wo ihr wohnt, ich hoffe, euch geht's gut aufgrund dieser ganzen Corona-Sachen. Ich will euch in diesem Video heute auf spontane Weise mitteilen, wie das für uns heute werden wird. Entschuldigt diese ganzen Hintergrundgeräusche. Ich bin draußen auf dem Balkon einer gewissen Etage meines Hotels und dachte, das ist ein guter Spot, um euch so ein bisschen die Sachen zu erklären. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Und da würde ich sagen, geht's direkt los. Also, ihr seht, es ist relativ dunkel hier. Ich muss das Blitzlicht benutzen, damit alles schön hell ist. Bei uns ist es Abend, bei euch dürfte es gerade tagsüber sein. Wir haben Montag und wir haben heute eine Entscheidung getroffen, wie das für uns heute so aussieht bezüglich der Abreise und der Wiederankunft in Deutschland. Denn es hat sich einiges geändert aufgrund dieser ganzen Flugthematiken. Ihr habt das in Deutschland bestimmt oder generell, wo ihr herkommt, mitbekommen. Die Flughäfen machen so langsam dicht. Okay? In Polen zum Beispiel ist das so. Da wären wir normalerweise hingeflogen. Das wäre auch unsere normale Rückroute gewesen, dass wir von Tokio aus nach Warschau fliegen und dann nach Düsseldorf. Es hat sich allerdings ein bisschen geändert. Der Plan sieht jetzt so aus, dass wir nicht mehr nach Polen fliegen, sondern wir haben uns eine Ausweichroute genommen. Wir haben auch nicht mehr vor, mit der Airline, mit der wir normalerweise von Tokio nach Warschau, nach Düsseldorf fliegen, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben uns für eine andere Flugroute entschieden. Fliegen jetzt über eine andere. Okay? Wären auch normalerweise jetzt bis zum 22. in Tokio geblieben, wenn diese ganze Thematik von wegen Corona, Morona nicht so ausgeschweift wäre, wie sie ausgeschweift ist. Ihr könnt euch das Ganze ja anschauen, wie sich das weiterentwickelt hat. Es geht immer exponentiell nach oben. Glücklicherweise ist es jetzt in China so, dass die, ich sag mal, Neuansteckungsfälle dort zurückgehen. In Tokio ist es, oder generell in Japan, ist es ganz entspannt so. Viel, viel entspannter als in Deutschland zum Beispiel. Ja, also wir müssen uns hier keine Sorgen machen. Ich mache mir eher Sorgen, dass ich mich in Deutschland anstecke oder dass wir uns in Deutschland anstecken und eher anstecken, als das jetzt hier in Tokio der Fall ist. Wir leben hier sehr, sehr, ich sag mal, gesund und generell ist die Lage hier in Japan auch viel, viel entspannter als in Deutschland. Okay, nur für uns ist der Plan halt eben regulärerweise gewesen, am 22. abzufliegen. Jetzt allerdings haben wir uns schon dazu entschieden, morgen am Dienstag schon die Heimreise anzutreten. Für uns wird das so sein, dass wir um 17 Uhr in Tokio halt eben abfliegen werden am Narita Flughafen und kommen ungefähr am Mittwoch an. Natürlich der Mittwoch. So, es gibt ja auch. Es ist halt dann wieder Mittwoch, meine Kerle. Es muss der Mittwoch sein. Wir kommen Mittwoch, am Mittwoch wieder in Deutschland an und dann wird für mich auf verfrühte Art und Weise wieder ja, der normale Rhythmus losgehen. Der Urlaub ist ein bisschen verkürzt worden dadurch, aber wir haben uns halt eben als Kollektiv, als Gruppe den Entschluss gefasst, wenn es für uns halt irgendwie möglich ist, wieder zurückzugehen, nachdem unsere polnische Airline gesagt hat, nö, ist nicht, so, wir fliegen nicht mehr. Wir mussten uns was anderes einfallen lassen und bevor wir halt eben dann zu lange warten und darauf warten, dass diese polnische Airline wieder fliegt, dachten wir uns, okay, wir stornieren diese Flüge der polnischen Airline und suchen uns eine andere Möglichkeit. Das ist unser Plan gewesen, halt eben auf safe zu spielen, auf Sicherheit. Es gäbe bestimmt noch irgendwie die Möglichkeit, auf Krampf ein paar Wochen länger hier zu bleiben und das Ganze auszusitzen. Nur was ist dann, wenn sich die Lage verschlimmert hätte oder wird? Und ich bin mir sicher, es wird sich auch irgendwo verschlimmern. Deswegen dachten wir uns als Gruppe halt eben, hey komm, lass uns lieber ein bisschen früher fliegen, statt dass da halt eben Komplikationen auftreten. Okay? Das wird auch natürlich dem Kanal von mir mit beeinflussen. Ich hatte ja in einem Video, im Infovideo vor ein paar Wochen gesagt, dass ich den Animal Crossing Release verschlafen werde. Wenn alles so läuft, wie es aussieht und wenn wir Mittwoch ankommen sollen, dann sollte es mir auch möglich sein, euch zum Beispiel jetzt
die neuesten Spielreleases zeigen zu können. Animal Crossing kommt ja Freitag raus, so ich komme im besten Falle Mittwoch wieder nach Deutschland. Das wäre ein unverhofft guter Fall, aber es wäre ein sehr guter Fall auch für meinen Kanal, da ja im März nicht so viel los war. Ich habe sehr viel an, ich sag mal, Vorrat aufgenommen, der weiterhin kommen wird. Nur jetzt könnt ihr davon ausgehen, dass es eventuell ab Mittwoch, wenn ich nicht zu gejetlaggt bin, wieder Livestreams kommen und so weiter und so fort. Also ab Mittwoch sollte der Plan auf dem Kanal, auf meinem Kanal hier wieder so gehen und so weitergehen, wie es auch schon vor der Japan-Reise der Fall war. Ich hoffe, ich bin nicht über die 10 Minuten gekommen, weil die Kamera nur 10 Minuten aufnehmen kann mit dieser Qualität. Aber ich sag mal so, selbst wenn, dann ist das eben so. Und ich darf halt wahrscheinlich das Ganze zusammenschneiden. Das sind alle Infos, die ich an euch habe. Ich hoffe, euch geht's gut. Keine Sorge, uns geht's sehr gut. Wir werden, wie gesagt, morgen am Dienstag die Heimreise antreten. Im besten Falle, wenn alles so laufen sollte, wie es sollte, Mittwoch wieder nach Hause kommen. Und dann wird für uns auf dem Kanal hier der, ja, ich sag mal, der Regelfall wieder so weitergehen, wie es weitergehen sollte. Ja, Videos werden kommen, Livestreams werden kommen und Freitag gibt es dann Animal Crossing New Horizons als neues Start-Let's Play, allerspätestens Freitag. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.